So. Ich hab Bock. Ich hoffe, ihr auch. Cutscenes werden natürlich wieder arschleise sein, weil wir kennen es von Most Wanted. Most Wanted ist ein ASMR-Spiel. Ich kann es euch nicht sagen. Ich krieg diese Mische einfach nicht hin. Lebt damit. Ihr lebt damit einfach, dass jetzt der immer wieder. Oh nein, da ist Razer. Oh Gott, was macht der? Also, es ist halt einfach so. Ich kann es halt nicht ändern. Das Spiel kann ich ja nicht. Also, ich könnte jetzt mal DJ spielen mit der Tonspur den hier machen, aber das bringt keinem was. So. Ja, wir gehen rein. Scheiß drauf. Machen wir los. In Englisch. Genau, wir spielen die englische Variante. Weil ich wieder meine deutsche nicht gefunden habe. Die ist auf abandonwaregames.net.com, was auch immer gibt. Da ist auch ein Widescreen-Fix und das mit Xbox-Tasten alles dabei. Also auf abandonwaregames gibt es das Ding mittlerweile einfach zum Downloaden. Da könnt ihr es euch einfach gönnen. Und die Version spielen wir. Deswegen ist es jetzt auch auf Englisch. Aber ich glaube, das juckt auch hier keine Sau, ob es auf Deutsch oder auf Englisch ist. Lenjo, dankeschön für die 5 Gift-Subs. Vielen Dank. Dankeschön, dankeschön. Ja, wenn man es gut findet, man ist wunderbar. So. Mal gucken, wer das erste Rennen diesmal gewinnt. Es ist wirklich jedes Mal auf neue spannend. Jedes Mal denkt man sich so, nein, was? Wie konnte das denn passieren? Ja, und ich denke mir auch jedes Mal, was? Nein. How's your car running? Papers. MBA habe ich schon umgestellt, keine Sorge. diesmal habe ich dran gedacht, ich bin ein smartes Kerlchen. Kabumstorm, willkommen im 35. Monat. First I'm gonna take your ride, then I'm gonna take your girl. Get ready for that. Stay focused. He's rolling on a lot of power, so wait for him to shift first. Immer noch geil, 2005, das Jahr, wo man einfach bestimmen kann, wem die Frau gehört. Da hat die nicht mitzureden. Wenn ich das Rennen gewinne, ist das meine, okay? Feierabend. Feierabend, so ist das nämlich. Auf dem Pega, ne, Pega Edition spielen wir auch nochmal. Aber im Laufe des Jahres mal. Aber ich hatte jetzt mal Bock auf Most Wanted Vanilla, habe aber lange nicht mehr gespielt. Es sieht aber immer noch gut aus, ne? Also das Ding ist ja mittlerweile jetzt 19 Jahre alt. Nächstes Jahr ist 20-jähriges. Oh, ich werd alt. Ich werd 30, Leute, Alter. Nächstes Jahr werde ich 30. Das ist das Jahr meines Untergangs. One back again. Danke für die Traumbits. Dankeschön. Was, der Audi S1 Unitron kommt als Lego-Set? Oh shit, das ist gut. Echt jetzt? Warte, da muss ich gleich mal kurz googeln. Video von Mango zum Most Wanted gesehen. Ja, das ist ein sehr gutes Video. Grüße gehen, wird es niemals sehen, aber Grüße gehen an Mango raus. Props, gutes Video am Most Wanted. Ich würde auch gerne mit ihm tauschen. Der hat das erste Mal Most Wanted spielen können. Diese Erfahrung würde ich auch gerne nochmal durchleben. Warte, aber es kommt ein Hund. Warte, wir spielen gleich. Ich muss gerade kurz gucken. Jemand hat was zu Lego geschrieben. Ab dem Moment ist mein Hirn auf Durchflut. Hunigan. Nien, E-Tron, Lego. Verdammt. Tatsache. Das ist ja der geilste Shit überhaupt. Das ist geil. Okay, das ist ziemlich geil. Ich bin zwar jetzt Verfechter von Bluebix, weil da steht die Lokomotive da, aber das ist schon ziemlich cool. Gut, wir gehen mal rein. So, dann schauen wir mal. Oh, ich muss ein bisschen leiser machen, merke ich gerade. Ach ja, ich kann leiser machen, weil das Spiel sich wieder entschieden hat, es lauter zu machen. Danke für nix, Spiel. Fuck you. So. Jetzt geht's besser. Jetzt kann ich auch nicht brüllen. Es ist immer noch. Mann, jetzt hör doch auf, die Option nicht zu speichern. Ich habe doch alles gespeichert. Ich habe gerade noch gesagt, ich habe schon den PR-Kam eingestellt. Ja, ja. Scheiß Schnacker. So. Jetzt aber. Mann. So, da wollen wir das Rennen mal gewinnen, ne? Ja, ich kann das locker gewinnen, Leute. Man ist einfach nur Skill-Issue, wenn man es nicht gewinnt. Muss man aber ganz klar sagen. Es ist Skill-Issue, wenn man nicht gewinnt. Was ist denn da passiert, Leute? Was ist denn da passiert? Ich hab's Rennen wieder nicht gepackt, Skill Issue. Es tut mir wirklich leid, Leute. Ich habe die Bremse gedrückt und hab einfach angehalten. Ich weiß, Fehler meinerseits. Zehn Subs, wenn du gewinnst. Danke, Bro. Skill Issue geht gut. Regelmäßiger Ölservice am Auto ist einfach wichtig, Leute. Sonst passiert euch sowas. Nicht nur einfach fahren, auch warten. Also das Auto warten, nicht anhalten. Also. Ich hoffe darauf, Dankeschön für das Gift-Sub. Dankeschön.
Sergeant Cross. Cross, sorry. Oh man, did you pick the wrong street to run on? This is a nice car. Gauges, shift. Die Pegamod hat mich wirklich kaputt gemacht, Alter. Ah, mein Kopf. Is there something more I should know about? I'd like to take a little peek under the hood. Good idea. Let me tell you what's about to happen. We're gonna take your car, tear it apart, and see if it's street legal. You know, I'd lay odds that it ain't. Get a record down here. Looks like your racing days are over. Let me let you in on a little secret. Street racing in Rockport is finished. I've got a beautiful little surprise that's gonna tear you guys apart from the inside out. Now get out of the car. Attention patrol division. Units are in a high speed. Ich finde aber auch geil, wie die auf der Straße rumspaziert, als würde da kein Verkehr fahren. Die läuft da einfach rum, als wäre das ein Wohnzimmer. So ist ja voll legal, angefahren zu werden. Next time, you won't be so lucky. Lauft auf, willkommen zurück. Dankeschön für dein Resub. Du hörst richtig, wie der Lachs sich aufrollt. Du hörst es richtig. Du hörst richtig, wie der letzte Zug so diesen Lack, so diesen Lackkringel so vom Auto wegholt. So, ah, das ist richtig gut. So richtig ein schöner Rallye-Streifen. Ich liebe Ronnie. Falls ich auch Leute mal fragen, wie sieht's denn aus mit dem Remake von Need for Speed? Ihr seht gerade das Auto neben dem wir stehen, mit dem Need for Speed ein großes Problem hätte, weil Toyota sich sagt, also illegale Straßenrennen, aber was, wenn die Leute uns super mit Polizeiverfolgungsjagden verbinden und zu Kriminellen werden, wenn sie unsere Autos kaufen? Wir wollen keine Kriminellen, die unsere Autos kaufen. Die Kriminellen sollen die anderen Autos kaufen und keine Toyotas. Ja. Ich vermute, das ist das Mindset von Toyota. Also außer die Lizenz aussteuern, die EA sagt sich so, nee. Also es könnte auch sein, Toyota könnte sich einfach mittlerweile aufhören wie Ferrari, was ihre Lizenz angeht. Sind wir ehrlich, jeder will die Supra haben und Toyota könnte damit rumhantieren, als wäre es ein Bugatti. Man denkt immer, der M3 GT ist schnell, ne? Aber der ist echt langsam, muss man leider sagen. Alle Autos im Endgame sind getuned schneller als diese Krücke. Der ist cool, der klingt geil. Das war's aber auch. Der kann halt sonst nicht viel. Obwohl Aussehen in manchen Fällen ja auch reicht und rumheulen. Also im Sinne vom Getriebe. Das Getriebe rollt rum, ihr wisst, wie ich meine. Der Bugatti hat damit kein Problem, wenn du deinen Bugatti Chiron White Body machst und damit dich dann als krimineller Autos. Das ist kein Thema. Weil ich muss ja sagen, Need for Speed mit dem GR Yaris, der GR Corolla und der Supra. Hohoho. Sag ich euch, das wäre aber eine geile Mische. Das wäre ein gutes. Oh mein Gott, gutes Gesamtpaket. Entschuldigung, und er hat Sidepipes, wie wir hier sehen. Er hat Sidepipes, sorry, mein Fehler. Sidepipes machen auch schon viel besser, das ist richtig. Sidepipes ist auf jeden Fall eine Argumentationsgrundlage. What did I tell you, Razor? He shadowed me. I couldn't shake up. Wenn du deinen Kumpel immer wieder den Finger vor die Lippen hältst, weil du seine Fresse zu halten hast. Another bolt-on Wonder Boy looking to get smoked. Why don't we save you the grief and peel those parts right now? Bolt on or not, that ride is hot. Diese Cutscene ist auch immer noch ein gutes Beispiel für, wie Anfang 2000 möchtest du sein. Das könntest du heutzutage einfach nicht mehr bringen. Also wirklich nicht, aus legitimen Gründen. Also sind wir mal ehrlich, das muss man auch nicht mehr bringen. Das ist nicht nötig. You obviously don't know your car, sweetheart. I know your ride doesn't have a chance. My 60-footer, quarter mile, whatever you want to throw on the table, smokes anything here, including this pump gas kit car. Well, then where's your punk money, then? $5,000. $5,000. Says my boy will smoke this clown. What's your boy have to do with this?
I ain't racing this nobody. And I ain't taking orders from some chick who just rolled onto the scene. Yeah. This here is the number 15 guy on the blacklist. You got a lot of rep to earn before you get to run with him. Thanks for the update. Are we doing this or what? I got him. Ich habe jetzt einfach japanisch erwartet. Ey, wirklich, der Pepeka-Mod ist eine Katastrophe. Der hat mir das ganze Spiel kaputt gemacht. Mann! 10 grand. Oh yeah, you wanna amp this up? Let's do it right. Yeah. Give me the police. We got a couple of guys about to street race down here at the shipyards. You better send the cops right away. Maybe an ambulance too. Hey Koro, willkommen im 35. Monat. Dankeschön. When he's through with you, I never want to see your face again. So. Gegen das langweiligste Blacklist-Auto. Und nebenbei in der Beta sah dieser Wagen cool aus. Ich habe keine Ahnung, warum die Entscheidung kam. So, lass ihn einfach nur schwarz und roten Scheiben machen. Ich habe mich im The Crew 2 Motorfest-Video heute drüber aufgeregt. Ich reg mich auch hier drüber auf. Er ist mir Bums. Ist mir Bums, Fidel. Schreib mich doch mal auf. Das ist ein langweiliges Blacklist-Auto. Klar, ist der McLaren. Nice. Anscheinend gehört es auch dazu, in die Top 2 kommt man nur mit Autos mit Sidepipes. Könnte durchweg Gründe haben. Was kommt? Nee, Code 3 heißt nicht Heat 3, ne? Also nicht Hit, also Verfolgungsstufe. Wir sind gerade auf Stufe 1. Sind wir mal ehrlich. Also muss man auch sagen, ne, wenn ich hier bei uns so ein Passat nicht sehen würde wie ein M3 GTR Rennwagen. Das sah es im Hintergrund aus wie Brandenburger Tor gerade beim Rückspiegel. Egal, wenn so ein M3 GTR Rennwagen an dir vorbeizieht, bin ich ehrlich. Also ich glaube, die würden direkt weiterleiten, so, ja, wir schicken mal andere Leute, das macht hier gar keinen Sinn, was wir machen. Das ist ja komplett worthless. Aber hey, haben wir aufgegeben. Es ist halt wirklich worthless. Wunderbar. Unauffällig, aber. Beste Doku überhaupt. Der Streifenwagen, der Beamten ist unauffällig. Hat aber 150 PS unter der Haube. Ja, nichts in meinem Fuhrpark hat weniger. Oh, gut, mein S3 aktuell. Der Motor ist nicht drin. Aber ich denke, wenn ich den Backup rolle, ist er schneller. Ich bin mir da relativ sicher. Sind wir ehrlich, Backup wird die Physik alleine mehr arbeiten können. Da Osla, willkommen 14 Monate, dankeschön. Well, look what the underground let loose. Let's see how good you do in the daylight. Subi, das ist ein super Fu. Der Rock sollte ja wohl anscheinend mal, also so war es ja wohl geplant, bla bla bla, weil er in Demos und so ja so spielbar war oder zu sehen war, wo Blacklist Nummer 15 sein. Also der war eigentlich Blacklist Nummer 5 oder Blacklist Nummer 16, keine Ahnung, was auch immer. Der sollte eigentlich auch Teil der Blacklist sein, weil so wirklich erfahren tut man wegen ja nichts, ne? Der ruft dann hier ein bisschen an, hey Bro, hast du Bock auf ein Rennen? Und danach so, jetzt bin ich dein Guru und werde dir Tipps und Tricks geben. Zwar ein bisschen verspätet, du hast Straßensperre schon gesehen, 10 Stunden später werde ich dir berichten, was du da gesehen hast, aber es ist schön. Also der ist halt wirklich, der ist ja so komplett random. Und Mia ist ja nur da, weil sie halt Undercover-Cop ist. Ne? Die hat sich, also Entschuldigung, keine Ahnung, was Mia ist. Die ist einfach nur so da, keine Ahnung, will hier keinen Spoiler. Blacklist Nummer 16, genau, ja. Aber ich, Blacklist 15, Blacklist 15, Blacklist Gear klingt halt cooler. Und ich finde den Pontiac halt auch, joa, nett. Aber das war's halt auch, ne. Mit nett gewinnst du hier halt nix. Warum ich eigentlich keine Musik? Ist die normal hier, dass wir hier keine Musik haben? Da kommt die gleich noch, weil ich höre nichts mehr. Die Musik habe ich ja nicht so leise gestellt. Sie ist die Quotenfreundin, die wir in jedem Blackbox-Programm brauchten, um das Spiel zu begreifen. Das klingt ziemlich herablassend, aber es ist auch irgendwie sehr, sehr passend, muss ich sagen. Wir haben immer in jedem Blackbox-Spiel. Wir haben den nebenbei eine Frau an die Seite gestellt, alle 12-Jährigen so. Ui, also, wow, ja. Und dann, ja, wurde Most Wanted nachts um 2 Uhr nachts gespielt, aus Gründen.
Verstehst, wie ich meine? Bam. Good run. I like your style. Just make sure you watch your back with. Danke, Boss, sieht auch ganz gut aus, aber danke für die Props. What's up, Poser? I'm glad you're putting it down out there. I really am, cuz I can't wait to get a crack at that ride. What? Didn't anybody tell you? You gotta put your ride on the line to run against a blacklist racer, and that is why people aren't stupid enough to do it. I'll be waiting. Present day, challenging Beck ist Nummer 5. Dieser Katze sieht der Wagen so deformiert aus. Ich weiß nicht, was die mit dem M3 da angestellt haben, aber der hat eine ganz komische Proportion bekommen. Der ist so komisch, ihr wisst, so geknautscht, so. Also vom Formfaktor passt da irgendwas nicht. He's dangerous. Be careful. He'll swap paint if he has to. First, I'm gonna take your ride, then I'm gonna take your girl. Get ready for that. Diese Cutscene, dieser Vibe. Stay focused. Entschuldigung, bin kurz abgeschwichen. Sie hat mich wieder zurück und alles gut. Kommt noch Dragon 2 dieses Buch? Ja, Dragon 2 spielen wir auch noch. Mit dem Fast Travel Mod und so. Da gibt es ja ein bisschen Stuff mittlerweile, was das Spiel ein bisschen mal spielerfreundlicher macht, so vom Flow her. Und ja, so wäre geplant. He's very dangerous. Hochauflösend hat das Problem das Spiel, dass halt die Scheiben so schön durchsichtbar sind und jeder Typ einfach gleich aussieht. Ob das Razer ist oder ein Double, wer weiß das schon. Schönes Nitro-Licht bei ihm so ein bisschen schnell auf, das ist halt ganz nice. Das ist Rasierer, sein deutscher Cousin. Das muss es sein. Man sieht es ihm an. Das muss Rasierer sein. Yeah, a bunch of Code 6 has just ripped past me. These guys are really booking it. Stand by. Ey, jetzt habe ich Mosanne spiele, ne, merke ich auf neue, wie gut ich dieses Handling finde. Mann, Alter. Also bei jedem anderen Spiel so, ja, lass mich jetzt mal eine halbe Stunde einspielen. Mosanne, so gib mir den scheiß Controller. Ich fand in der Weltrekordzeit, wenn das halt wenn sein muss. Es ist wirklich, also klar, das ist ein super simples Arcade-Handling. Ich will da auch keinen angreifen, es wäre mittlerweile mit ein bisschen mehr Detailreichtum auf jeden Fall darstellbar. Aber warum mehr Detail? Warum nicht einfach so simpel? Also es funktioniert so gut, nichts macht wachsen, alles macht, was es soll. Wenn es einen Unfall gibt, bin ich selbst dran schuld. Es ist halt einfach geil. Also sagen wir mal, wie es ist halt einfach gut. Ich denke, der Wagen lenkt. Ich bremse, der Wagen bremst. Ich fahre in Taxis rein, die Taxis crashen mit mir. Wunderbar, genau wie ich es möchte. Ach man, ey. Da ist dieses Handling, wie gesagt, komplett unrealistisch, aber es ist mir so scheißegal. Ich spiele da Cage Racer. Das Ding soll sich von mir aus fahren, als würde ich auf den Mond fahren. Mir doch Bums. Hey, there's something wrong with your ride. You left a huge oil slick at the start line. You have to end the race fast. Nö, ich beende das Rennen, wenn mein Motor das Rennen beendet. Was jetzt der Fall ist. Jetzt ist der Fall, wo mein Motor dieses Rennen beendet. Das klang nach wichtigen Bauteilen, die Kontakt miteinander aufgenommen haben. Thank you for the ride. I knew you weren't blacklist material. Oh, der Turbo im Hintergrund ist ganz nett. Hey, where's your punk money now? What happened? What happened is he's all show and no go. Lachen in slow motion. She's mine now. And I'm gonna ride her like you never could. Hard and flat out. Versteht ihr? Doppeldeutige Anspielung. Das ist lustig. Was doppeldeutig ist. Ha!
bus stops that way, champ. Komm, sah gerade aus, hätte er ein Anzugshemd angehalten. Ich war gerade zum Bewerbungstermin unterwegs, der Razor. The UC thought you were the one. But you're mine now. Hey, where's your fancy ride? Who cares? He's not gonna need him where he's going. And they're gonna love you in the big house, baby. Ich bin in meinem Gesehen, der Polizist da reingedriftet. Das ist doch illegal. Oh, 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 hallo, hallo, halt Spiel. Wow, 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 hallo. Ja, okay. Das hatte ich aber auch noch nicht. Will es ruckeln. Ja, ist gut, alles gut, ja. Es läuft noch. Der Erik sagt, kam an. Banzen sich auf den Motorschaden oder ob der Wagen noch läuft. Das Spiel war sich auch nicht sicher. Razor set you up. He messed with your car. Gets worse. He's number one on the blacklist. And he used your ride to get there. To get back in, you have to become notorious. Win races and build up your bounty. I've hooked you up with a place to lay low in. But first, you gotta get yourself a new ride. Hey Ed, it's Mia. I got a friend coming by. Do me a favor, hook him up. Thanks. I owe you one. Kann man den Polizisten Bauchraum frei rumlaufen werden im Dienst? Naja, das ist ja ein Undercover-Cop. Das ist ja ein anderes, ne? Das ist ja ein anderes Ding. Ich vermute dann ja. Also, keine Ahnung, ich glaube, es da Regelungen gibt. Aber eher schon, ja. Verdammt, er hat mein Safecam nicht erkannt. Ah, wir können uns nicht den Golf kaufen. Ich bin entsetzt, enttäuscht und gleichzeitig. Ich weiß auch nicht, warum der Golf in diesem Spiel orange ist. Wir nehmen... Komm, wir nehmen den Kobalt. Wir nehmen den Kobalt. Wir fahren Kobalt LS. Das finde ich einen ganz guten Einstieg. Die S300 kriegt man ja nachher noch. Deswegen ist es so irrelevant, den zu kaufen. Man kann ihn ja noch bekommen über den Blick des Gegners. Nein, nein, Mia ist keine Polizistin. Psst. Wir haben den Skyline für Arme genommen. Ist ja nicht, wenn es dunkel genug ist, dann kann man vieles behaupten. Dann kann man sagen, ja, ich habe mir einen R34 geholt. Ja, ja. Geh nur nicht zu nah dran. Das wäre dem Auto unangenehm. Und mir. Der genannten Geschichte, die ich dir gerade erzähle. Achso, wir gehen zum Sound. Ja, okay, Sound ist gut, hier ist raus. Ja, ja, gut. Wir sind zwei Set runter. So you found it all right. What do you think? You can store your ride here. Consider it your safe house. You can use it to lie low when your heat gets too high. If you want to take out Razor and get your ride back, you got a lot of work to do. You have to work your way up the blacklist and take out everyone on the way. As far as they're concerned, you're just working to get back into the blacklist. Pick the right event, get enough bounty, and you can challenge a ranked racer. Once they're all out of the way, Razor's all yours. Cool? I'll let you get back to business. I'll call you when the time's right. Later. Next level, Black is number 15. Who's on Sonny? Ich liebe immer noch die Folierung von diesem Auto, wenn ich ehrlich und die Kiste grundsätzlich. Here we go. Simmel, wo das kommt, bleibt. Dürfte jetzt bald ankommen. Ist heute verschickt worden. Gut, dass du fragst. So, da haben wir schon unseren wunderbaren Buddy Sonny und wir gehen einfach mal in ein Rennevent rein. Wir gehen in ein Rennevent rein. Wir machen auch nur den durch, also spielen nur durch, wir spielen nicht 100%, weil da habe ich jetzt nicht bereits dran, aber wir spielen einfach ein bisschen. Dankeschön. Ich wollte gerade einmal was anhauen, aber das ging schneller, als ich aussprechen konnte, was ich sagen wollte. Holy shit, was ist mit dem Punto neben uns passiert? Junge, da ist ja so viel in der Erziehung falsch gelaufen bei dem Kind. Junge, 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 Junge. Junge, 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 Junge. Junge, Junge, ich finde die Wörter nicht dafür. Also. Heia, Alter, Walter, ey. Er
Rallypunto, ja. Rallypunto für LSD. Süchtige, keine Ahnung. Definitiv einer der Punto aller Zeiten, das sehe ich genauso. Eieieiei. Also die gelben Felgen sind auch wirklich ein Highlight, muss ich sagen. Die tören mich am meisten an, bin ich glaube ich ehrlich. Die sind schon weit oben auf der Liste von was geiler Scheiß, Alter. Junge. Oh, ich habe sogar einen getroffen. Ja, sehr schön, wir haben einen der Gegner getroffen. Roberts hat erstmal schön den Donut aufs Dach bekommen. Also, eigentlich will ich damit ausdrücken, ich habe Robert gerade mit einem riesigen Donut umgebracht, aber das klingt ein bisschen härter, deswegen sagen wir, er wurde abrupt angehalten. Die Physik hat sich kurzzeitig gegen ihn entschieden. Krass, er jetzt schon Kopfsahn, ich gehe so früh einen Blick gehabt beim Spiel. Aber gut. Scheiße. Ja, es gibt ein paar Golfs, die Folierung haben. Mit dem White Bodykit habe ich aber noch keinen gesehen. Okay, wenn das jemand macht, ist geil. Weil das Bodykit ist ja das Problem. So. Ich hätte auch am liebsten Tausende, wo ich mal in anderen Autos nachbaue. Problem ist, die haben alle White Bodykits. White Body ist halt so eine teure Sache, ey. Das ist halt so ein bisschen eine Problematik. Das ist ja geil, wir gehen nach ersten Rennen in den Kopfverfolgungsjagd direkt raus. Junge, das wird dir gerade ein Weltrekord ran. Guru, mach dich mal auf was gefasst hier. Jetzt wird hier erstmal, ich sage es euch. Spike Ops berühren? Berühren. Komm, ich muss das berühren, beide. Boah, vier, wo kommen die denn jetzt alle her? Das ist ja geil. Oh. Das ist ja praktisch. Unter 4 Minuten entkommen und das andere wäre... 2 Minuten. Ja, moin, Digga. Machen wir doch. Ich nehme das unter 2 Minuten. Was ist denn hier gerade los? Warum spawnen hier so viele Cops? In so einem Early Game ist das gerade ein bisschen sehr irritierend. Was geht denn jetzt ab? Moin, Bro. Wo kommst du denn her? Jetzt kommen wir nicht mit Stumpfhausen. Das ist ein ganz dummer Running Gag. Das ist dämlich. Das machen wir nicht. Aber Rüdiger Bock. Ja, der Mann hat ja auch lange Pause, muss man auch mal sagen. Ja, da hast du, bist du auch wieder motiviert für den Job. Da hast du dann so, ey... Heute hast du mal richtig rein. Heute gehst du Streetball so richtig hart auf den Nüsse. Rüdiger, machst du super. Du machst es wirklich sehr gut. Wir müssen 2 Minuten miteinander beisammen sein. Nenn dich nicht geradeaus. Rüdiger, das war dumm. Du siehst mich noch. Ich bin bei dir, Rüdiger. Kommst du da raus? Schaffst du das? Wir drehen einfach um. Wir fahren diese Straße einfach nochmal lang. Wir fahren einfach nochmal lang, wo wir hergekommen sind, Rüdiger. Komm mal. Einmal ein bisschen für die Simplheit hier, weißt du, ich meine. Fahr bitte in kein Auto rein, ist nochmal ein Problem. Nirgendwo reinfahren? Nee. Ja, Rüdiger. Gut. Rüdiger, also das geht schon. Das gibt Anzeigen von Zivilisten. Ich glaube, das ist Belästigung. Höchsten Grades. Also, der Familienvater hat da wirklich nichts mit zu tun, Rüdiger. Das ist wirklich unnötig gewesen jetzt. Muss das sein. Moin Moin, na, wie geht's dir, Brudi? 2 Minuten haben wir gleich. Wir fahren dann einfach ins Stadion, weil ich ein totaler Langweiler bin und selbst Stufe 1 kommt so abhängen möchte. Ja gut. Machen wir es einmal langweilig, ne? Schön. Feierabend, Rüdiger. Feierabend. Wie das duftet. So, dann fahren wir wieder zurück und dann haben wir das bei, haben wir alle drei Sachen schon geschafft. Ich sage euch, Sony ist gerade, wir sind gerade bei Sony in dem Speedrun-Modus, Alter. Neues Level von What the Fuck geht ab. Nice. Rock gibt mir Tipps. Mehr Tipps gibt mir mir und Rock gibt mir auch nochmal ein paar Tipps, weil ich brauche auf jeden Fall Tipps. Gut, dass mir jemand Tipps gibt. So, ja, wir nehmen das Rundkursrennen. Ja, komm, ist egal. Aber im Schein zu flüchten ist so langweilig. Ja, Verfolgungsjagd auf Stufe 1 ist allgemein langweilig. Deswegen, wie man flüchtet, ist irrelevant. Das ändert an der Verfolgungsjagd Spannung leider recht wenig.
Der eine heißt einfach Mann. Ja, mir gehen auch manchmal einfach Ideen aus und dann, boah, die Supra ist clean, holy shit. Also im Vergleich zu dem Punto hat hier jemand Geschmack bewiesen. Die Farbe vor, Junge. Zufallsgenerator hier, Chapeau. Gute Arbeit geleistet, der Herr. Ach, Chef, ich nicht. Ich will das Supra vorbeifahren, ich will mir die angucken. Die beiden Dachrutschen hätten jetzt nicht sein müssen, aber der Rest, clean. Grundsätzlich haben wir hier mal gerade nicht komplett Stickerbomb, mein Vater, verpiss dich. Und diese Supra zieht uns gerade ein bisschen ab, weil ich hier meine mich mit kleinen Kram, obwohl, naja, die Gegner warten schon. Was laber ich überhaupt? Einmal Vollgas durch die Gosse. Also Gasse, nicht Gosse, Gasse. Hm. Gut, halt bis Sonny tun wir halt auf gar keinen Fall was. Ich würde auch sagen, wenn wir Blacklist-Autos bekommen, dass wir sie tunen. Oder? Nicht tun, verkaufen, oder? Würde ich sagen. Also, Blacklist Autos fand ich ein bisschen lame. Ich würde halt schon gerne ein bisschen wieder Random Autos kaufen. Wir haben einen Kobalt, sowas wie nur eine Turbo. Turbo hatten wir schon irgendwann. Ist mir egal, ich will trotzdem nur haben. Wir spielen komplett Vanilla. Ohne Mods. Ist wirklich Wahnsinn, dass man Leuten, dass es mittlerweile komisch ist, wenn man Vanilla spielt. Ist ein bisschen wie, als wenn man Minecraft einfach Vanilla zocken würde. Das stimmt, ja, Widescreen Fix. Ja, den haben wir drin. Widescreen Fix und Anzeige für die Konsolentasten, also für Xbox Controller. Das ist so geil, dass man dem Spiel diese Widescreen-Fix so geil die 16:9 so einfach beibringen kann. Einfach Autos kaufen, die man so nie nehmen würde und nie benutzt hat. Ja, das können wir so gerne handhaben. Das können wir gerne machen. Voila. Müsst ihr noch Kopfgeld sammeln? 2 oder 3 Rennen für Zombie, weiß ich gar nicht. Super. Ja, Supra wurde vom R34 besiegt. Lauf der Dinge. Ne, 3 Rennen brauchen wir. Wir müssen wirklich alle 3 fahren. Wie gut, dass ich mir vorher nochmal so ausgesucht habe. Ah, welches der beiden fahre ich noch? Ja, beide, du Depperter. Mensch. Tut nicht so, als hättest du eine Auswahl gehabt. Ah, ich weiß nicht. Ah, ich weiß auch nicht, Mann. Ich bin so froh, wenn wir alle Leistungstuning haben. Ne? Ich mag das Early Game bei Most Wanted Underground. Versteh mich nicht falsch. Ich finde das wirklich geil, mit schönen diesen Ranzbuden sich hochzuarbeiten. Aber es ist schon wirklich langsam. Aber nee, also wie gesagt, das ist schon an sich ja geil. So, weil sowas gibt es ja heutzutage nicht mehr. Du kriegst einen Ferrari 40 als erstes, also wenn es nicht so langsam ist, gibt es halt danach noch einen Aventador. So, dann ist auch gut. Dann müssen wir den CLK kaufen. Nee, CLK will ich nicht haben. Den. Nee. Der CLK, der kann auch CLK bleiben, bin ich ehrlich. Sandwich, willkommen im 26. Monat. Dankeschön für den Resub. Nebenbei grundsätzlich vielen Dank für den ehrenhaften Support, Leute. Heute hier beim ersten Stream seit über einem Monat wieder. Deswegen vielen Dank. Kuss geht raus. Dankeschön. Hast du schon mal überlegt, die Tokyo Extreme Racer teilzuspielen? Nee, es liegt auf der Liste so wirklich. Boah. Ja, erstaunlich, die Wassertonne hat eine Kante abgedeckt. Ich stehe gar nicht warum. Gar nicht warum nachher eine Wassertonne hinstellt. Du bist Scholz, ich hab mir wie. Also ein wilder Vergleich. Ich weiß nicht, ob ich den haben möchte. Also mir auch Bums egal letztendlich, aber ist gut, sehr gut, Tobias. Das ist gut gemacht. Gute Entscheidung. Wir sind für BeamNG Multiplayer auf jeden Fall gewappnet. Roman, willkommen im 13. Monat. Danke für deinen Resub. Dankeschön.
Dankeschön. Gut, da müssen wir noch einen Blitzer machen, glaube ich. Einen Blitzer brauchen wir, glaube ich, noch, weil da wir brauchen ja noch ein bisschen Kopfgeld. Und dann ist auch gut. So, Total Bounty, 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 da haben wir noch 4000 Bounty. Ja, ja, brauchst du mir nicht erklären. Dankeschön. So, und jetzt mit Geschwindigkeitsrausch. Atemberaubend schnell in die Geschwindigkeitsüberschreitung begehen. Ich würde mir ja für ein Multiplayer-Video, ein Multiplayer-Stream das Karan-Format rippen. Ich sag mir das, das Karan würde ich auch sehr gerne machen, ja. Da kann man ja gerne sagen, woher es kommt. Karan-ID, bla bla bla. Oder einer der Größten, der es mit BeamNG macht, fairerweise. Aber wie gesagt, hätte ich voll Bock drauf, weil ich finde das für die Idee halt super cool für Multiplayer. Vor allem mit Community-Sachen, das lohnt sich halt voll. Ich muss sagen, bietet sich halt an. Hey man, that chump Sonny is looking for a run. You're still pretty fresh on the blacklist, so now's your chance. Don't blow it. Nicht blowen. Verstehe da, egal. Gut. Reiner. Warum ich im Stream eher sowas mache als Greenscreen, ich finde es ein bisschen angenehmer. Ich finde es aber ein bisschen angenehmer. Vor allem kann ich dann auch im Hintergrund ein bisschen was aufbauen und kann damit flexen, dass es da steht. Und eigentlich hinter mir das heillose Chaos herrscht. Aber nee, ich finde es irgendwie ein bisschen einfach cooler, dass ein bisschen Unterschied zum Streamen von Videos ist. So. One back again. Dankeschön für deine 100 Bits. Womit verdienst du eigentlich mehr Geld? Bits oder Subs? Fairerweise ist es, glaub, fast Bums. Ich bin mir gar nicht sicher, wie die Aufstellung war. Aber letztendlich kann ich... Ich sag mal so, mit Subs kann man eher rechnen. Also mit Subs habe ich halt eher eine Übersicht, sagen wir mal so. Es ist für mich einfacher. Und ja, ich vermute, dass es mehr mit Subs ist. Polizei. Nein, hier wurde jemand mit 177 geblitzt und der deutsche Polizist, lass ihn doch fahren. Welcher Blitzer löst denn da schon aus, Mensch? Na, peinlich. Warum stellen wir hier, warum wir Blitz nicht bei 177 schon auslösen? Aber habt ihr einen Schaden? Machen wir hier auf 300er Ding. So Porsche muss auch mal Freilauf kriegen. Jan, dankeschön für 5 Gift-Subs. Vielen Dank, dankeschön, dankeschön. Wieso ist eigentlich das Spiel auf Englisch gespielt? Weil ich mir die Version über Advent Rare Games geholt habe und die Version der Englisch ist. Also im Installer keine deutsche Version drin ist. Und letztendlich, sind wir mal fair und ehrlich, das Spiel hat jetzt nicht so viel Cutscenes und Story, dass es irgendwie relevant wäre. Und ich muss sagen, ich mag es im Englischen noch ein bisschen lieber. Vor allem halt die Polizisten, die klingen ein bisschen cooler. Die amerikanischen Gebrüder der Rüdigers. Geil, die ersten Deck, das Rennen sind ja auch noch nicht mal lang. Das sind 2 Rundenrennen, also vor allem auf der Streckenlänge ist ja nicht viel. Das Problem ist halt einfach nur die Geschwindigkeit. Tim, willkommen 22 Montag für den Resub. Dankeschön. Ich hoffe, dass wir Sonnys Gold bekommen, weil ich auf jeden Fall gerne den Kobalt ein bisschen tunen will. Ich bin nie groß getuned gefahren im Spiel. Ich habe entweder den GT geholt, wenn ich das Safe Game im Hintergrund hatte, oder den Lexus, weil, naja. Oder ich habe mir einfach Sonny's Girlfriend gesnackt und die Kiste dann umgebaut, wenn man einfach mal fairerweise ehrlich ist. Es ist halt einfach so. Oh, komm aus dem Quark, bitte, Brudi. Es ist wirklich. Au. Es ist jetzt gerade hier kein Geschwindigkeitserlebnis. Es ist einfach so. Sorry, mal ganz kurz 5 Flaschen Wodka geäxt und dann nach Auto gefahren, das endet dann so. Also, ich sehe, das ist ein Koma, aber davon nichts mal ab. Ja, ich habe gerade, also gerade fahre ich wirklich so, als hätte ich einen Führerschein auf jeden Fall im Lotto gewonnen.
Ja, wie gesagt, über Brandware Games, die Most Wanted ist mittlerweile so alt, dass es eigentlich, wie gesagt, rechtlich keine Konsequenzen gibt, wenn du das im Netz runterlädst. Deswegen ist auch Brandware Games nur halt verfügbar, weil es halt ausgelaufen ist und nicht mehr aktiv erneuert worden ist von EA. Und nicht mehr vertrieben wird und so Kram. Deswegen gibt es da eigentlich keine Probleme mit. Nee. Das war, darf man sich mittlerweile so runterladen. Ich bin jetzt kein Anwalt, deswegen lag ich nicht drauf fest, aber ich glaube, sowas war da. So, Renne Nummer DOS. Carbon müsste es auch geben. Ich glaube, bis Undercover oder so sind wir mittlerweile schon. Ja, Undercover oder so. Sind wir mittlerweile bei Benware Games schon. Also du kriegst sehr, sehr viel in die Postpizza. Bis Undercover eigentlich passiert ist. Ja, okay, Bruder. Wildes Überholmanöver. Okay, Sonny. Ja, und dann aus Versehen die Handbremse wirken. Das passiert mir auch manchmal im Effekt. Greifst plötzlich einfach nach unten, weil du den Arm cool ablegen willst beim Schalten und ziehst die Handbremse, statt den vierten Gang reinzulegen. Mann, das passiert halt immer wieder so schnell. Das ist dann immer peinlich, aber man muss sagen, das Problem kann jeder haben. Statt den vierten Gang einfach aus Versehen mal die Handbremse zu rippen. Das passiert. Müsst ihr euch nicht verschämen, ist ganz normal. Manchmal passiert das im Effekt halt. Plötzlich zack, Handbremse gezogen. Ach man. Oh Gott! Ach, schon wieder. Mann, Sonny. Greasy Boy, willkommen. Holy shit. 50. Monat. Dankeschön, Reese. Dankeschön. Einmal hier rüber. Die Slow-Mos werden halt auch einfach nicht alt, sind wir mal ehrlich, das ist halt immer noch cool. Die lässt man auch an, die Slow-Mos bleiben an. Das ist, nee, da lasse ich gar nicht mit mir drüber reden. Wenn jemand kommt, die Slow-Mos würde ich schon ausmachen. Da ist die Tür. Das sind auch dieselben, die sagen, aber Motion Blur. Motion Blur, das muss aus. Kannst du bitte leise sein? Also, ich habe noch nie so einen Bullshit gehört mit Motion Blur muss aus. Aber habt ihr gesoffen? Need for Speed ohne Motion Blur. Ne, für kranker Bastard. Ich sag mal, ich will, dass sich 180 anfühlen wie ein Düsenjet. Also wenn doch jemand sagt, ja hier, Motion Blur muss aus. Motion Blur gehört zu Need for Speed. Hast du irgendwelche Pläne für deinen Golf? Vielleicht redest du schon momentan nicht. Aktuell ist einfach nur Daily Driver, bin ich ehrlich. Aktuell ist es wirklich nur Daily Driver, weil ich genug mit S3 und Subaru zu tun habe, dass ich jetzt wenig noch ein drittes Projekt anheimsen muss. Also ich stelle Motion Blur aus, aber ich schreibe es keinem anderen vor. Doch, Tobias, ich schreibe dir schon vor, dass es anbleibt. Bin ich ehrlich, ich bin da ganz frech und sage, das bleibt an. Kann es mich stört. Aber habt ihr alle, sag mal, geht's euch noch gut oder was? Genau, Motion Blur bei Need for Speed aus, wie Fast and Furious und Nitro-Effekt. Habt ihr gesoffen? Nebenbei haben wir gerade Sonics Golf gewonnen. Also, ihr Widerlichen, Alter. Das ekelt mich an. Da kommt's mir hoch. Das geht einfach nicht, Leute. Mann. So, Tess, der nächste. Aber eigentlich schon coole neue Autos. Wir können ja gerade mal kurz schauen. Ich weiß gar nicht, was es gerade so gibt. Hast du den Lego Paul Walker Sky? Ja, habe ich. Den hat mir mein kleiner Bruder geschenkt. Kurz, glaube ich, nach meiner Verlobung. Und er ist immer noch nicht aus zusammengebaut. Ich weiß auch nicht, was nämlich gefahren ist, Alter. Wir müssen, also,
Das stimmt, das kann man auch gerade mal fragen, weil wir ja gerade noch vorhin beim Thema waren, was ich als Stream sehen wollte. Wären so Lego Bluebricks Aufbausteams für euch interessant? Ich frage nur. Also, wäre sowas interessant? Ich habe da eine fucking Dampflokomotive steht und wo die herkommt, gibt's auch viel mehr von so Scheiß. Also, wäre das interessant, so Aufbausteams aber zu machen? Ich, Junge, Alter, ich Lego Stream? Ja, bitte, okay, ja, das, okay, das klingt ziemlich deutlich. Okay, ja, es ist ziemlich, okay, es ist deutlich. Ja, okay, ich hab's verstanden, es ist sehr deutlich. Ja, okay. Nebenbei ist es kein Lego-Aufbaustream, es ist ein Klemmbau-Aufbaustream dann, aber... Okay, ja, ja, okay, machen wir. Okay, ja, gut, nee, okay, ja, kann man, okay. Weil ich, der Zug braucht noch einen Waggon und so, wisst ihr, wie ich meine? Brauche er nicht, ich will aber noch einen haben. Leider bei uns im Rubiksladen haben die den großen, es gibt einen großen Güterabbahnhof dafür. Ziemlich geil. Oder Lokschuppen. Der ist echt beschissen aufzubauen, ist aber davon jetzt mal ab. Da hätte ich schon Bock drauf, bin ich ehrlich. Also, ja, okay. Du hast kein Geld, Lukas. Dafür habe ich Geld. Nee, also, okay, wenn, ihr müsst halt rein subben und Donation, dann kann ich mir auch Lego, also Klemmbausteine leisten. So, TT, TT Quadro wäre natürlich auch cool. A3 Quadro. Das ist auch ein Auto, was man viel zu wenig in dem Spiel tun, ne? Muss man fairerweise sagen. So, A3 Quadro wäre auch cool. Da würde ich gar keine Kohle für, ne? Also, haben wir die A3 schon mal getunt hier im Spiel? Ich weiß es gerade gar nicht. Erstmal kaufen wir gerade mal den Golf. Oh, wir fahren mit dem Golf. Ja, stimmt, wir müssen wieder anders machen. Wir fahren mit dem Golf rüber, um ihn dann zu verkaufen, weil so kann man die Leistungsteile rausbauen. Wir sind ja smart. Wir sind ja smarte Peoples. Beastie Boy, danke schön für 10 Gift Subs. Holy shit, vielen Dank. Dankeschön. Dankeschön. Danke, danke, danke. So. Fühlt sich gerade einfach so viel schneller an. Aber nein, 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 nein. Wir schmeißen jetzt mal die Teile raus. Das Problem ist, ich kann die Teile halt nicht deaktivieren, ne? Ja, er hat ja gar keine Basic Parts. Ja, gut, ich kann das gar nicht reduzieren mit ihm. Scheiße, okay, den können wir gar nicht anders umbauen. Bei späteren Autos, wenn die halt dann spätere Teile drin haben, lohnt sich das. Okay, dann nehmen wir mal... Upp, das war... Ah, Menüs! So, jetzt nochmal. Mein Gott, ey. Das ist ein Kollege, der... Mensch, ey. So. Der kostet 13. Der bringt 17. Wie geil habe ich denn jetzt? 31. Ja gut, ich kann mir noch nicht mal einen 3-2er leisten, glaube ich, ne? Stimmt, nee. Im Pinkerman hatten wir einen S3, glaube ich. Da haben wir einen S3 abgehebt. Aber einen... Wie viel hat der jetzt gerade gekostet? Hat jemand gerade noch mal den Preis im Kopf? Scheiße, ich habe wieder vergessen. Was hat der A3 gerade gekostet? Nee, cool, 3-2er drunter. 30 irgendwas, ne? Nee, wir spawnen uns keine Geld. Nee, wir spielen das hier schön Vanilla durch. Ich kann der Polizei gleich durchgehen. Blauer ist an Skyline, Bayside, Blumen genauso sein. Nee, ich konnte die Teile gerade beim Golf nicht verkaufen, weil der gerade nur die Teile der Stufe 1 Teile hatte. Die kann ich ihm nicht ausbauen. Hat 32k, du dumme Huren. Entschuldigung. Bin die Ruhe selbst, ja, ich bin die Ruhe selbst. Wir können natürlich auch erstmal gegen Tess antreten und den A4 holen. Wir können auch, stimmt, der A4 hat auch einen 3-2er. Ja, dann holen wir den A4. Komm, scheiß drauf, dann sparen wir ein bisschen Geld. Dann holen wir den A4, dann machen wir das. Dann holen wir den A4 nach Tess und dann ist gut. Machen wir das so. Dann machen wir das so. Stimmt, den A4 haben wir auch nicht groß gefahren. Warum habe ich jetzt schon Verfolgungsmusik? Okay. Ja, gut. Wird Gründe haben. Denke doch ganz schön. Nee, alles gut, auch für Optik halt nicht. Nee, wir wollen uns gegen Bruder. Okay, wir müssen A4 haben. Es ist für die Spannung, ja. Ich fühle, es ist sehr spannend gerade. Ich sehe, er muss ja im Rückspiegel anrasen. Tja, da muss er abbremsen, war ihm zu gefährlich. Stopp.
kurz meinem Familienvater in den Weg gestellt. Ja, aber das DTM-Body geht aber ja noch nicht frei für den TT. Muss man fairerweise sagen. Aber der TT hat ein sehr geiles Bodykit, das stimmt schon. Und das Lustige ist, ja, von dem TT, den wir hier im Spiel haben, ist ja der 3-2, ja, genau den Motor habe ich bei mir in der Halle liegen. Hättest du Lukas 2005, also der kleine Lukas 2005 gesagt so, Lukas, irgendwann, in ein paar Jahren, wirst du den Motor in deiner Garage liegen haben. Aber warum nur den Motor? Frag nicht, ist eine lange Geschichte, wird super schmerzhaft und wird dich seelisch komplett auffressen, aber du wirst diesen Motor dann in deiner Garage haben. Und kann mir Donation rein. Oh, sorry, Leute, es tut mir wirklich leid. Oh, shit, ey. Ja, ihr müsst mich darauf hinweisen, ich krieg das einfach nicht mehr, es tut mir wirklich leid. Epic Spinator, dankeschön. Dankeschön für die Donation. Shut up and take my Lego. vielen Dank. Sorry, Leute, das war jetzt gerade nicht absichtlich. Ich sollte nicht wie ein abgehobener Spaß hier rüberkommen. Bisschen schon. Aber eigentlich nicht. Hab ich wirklich nie so mitbekommen. Ich war von der Intensität des Spiels abgelenkt. Ja, wenn man klein Lukas 2005, damit war ich 11, damit erzählt er so, dein Hobby werden irgendwann Autos und Tuning sein. Und seit 2005 hätte ich mir gedacht, oh, das ist ja geil. Und dann würde ich als mittlerweile Zukunft Lukas sagen, und es wird dich seelisch und finanziell komplett auffressen. Komplett kaputt machen, sage ich dir. Hör auf mit der Scheiße, fang nicht an mit Autos Tuning. Das ist illegal, kriminell und macht dich seelisch kaputt. Ey, könnte ich jetzt bitte nicht kurz vorhin das Rennen hier verlieren? Nein, bremst mich doch jetzt nicht aus, du dummer... Family friendly. Entschuldigung. Alter. Ich muss jetzt nicht restarten, oder? Ja, die geben nicht mal mehr Gas und die machen mich trotzdem platt. Ach! Schade. Oh, Mann, ey. Ja, ich kenne nicht so viel Simulation, gerade mal so hoch ist, wie mein Mittagessen wert ist. Ne? Also, das funktioniert auch richtig am Mittagessen, Digga. Täglich, versteht sich. Jetzt haben wir zumindest mal keine Volksjagdmusik mehr. Jetzt habe ich zumindest wieder ein schönes Gitarren-Solo. Mit wildem Schlagzeuggebänge im Hintergrund. €50 kosten Döner. Ich gebe dir noch 2-3 Jahre, dann sind wir davon nicht mehr weit entfernt, Alter. Ich habe damals zur Schulzeit, also kurz vor Abi, 2010, 11, 12 so in Richtung, da gab es bei uns einen Döner für 3,50. Das fanden wir teuer. Es gab aber auch den Döner, sagst du, hieß ja nicht, aber... Ich glaube, fand ich jetzt lustig. Gut, auf jeden Fall, Donnerstag gab es dann immer Döner für 3 Euro. Für 3 Euro. Heute würde ich mich damit eindecken, Junge. Ich würde mir einen Jahresvorrat einen Döner kaufen, wenn der 3 Euro kostet. Bei uns kostet der mittlerweile auch, glaube ich, 7 Euro oder sowas. Junge, was ist da drin? Benzin, Gas, Öl. Ich weiß nicht, wo kommen die Preise her? Arsch mich doch nicht. Nimm mir nicht so viel Geld für meinen Döner ab. Weil muss ich mit Bargeld zahlen und mit Karten legen. Das landet eh alles. Also, ich will jetzt hier keinem was vorwerfen, aber ihr wisst, was ich meine. Damals 3 Euro der Döner. Oh Junge, das war noch eine wilde Zeit. Ich dachte, wir haben den Normalpreisen. Ich war aber auch noch. Bei mir ist aber auch noch die Kindheitszeit so 60 Cent die Eiskugel. 60 Cent. Damit würde ich mir mittlerweile die Badewanne füllen. So, damit wir mal kurz verhältnismäßig haben. Also, selbst Eis kostet einfach bescheuert viel. KI ist gerade ganz schön stark in diesem Rennen. Liegt vielleicht daran, weil ich einen Stock Cobalt SS fahre, aber auch konsequent nicht tunen möchte. Aber ist er wirklich? Da 16 Kugel Eis. Ich kenne auch noch D-Mark. Ich kenne auch noch D-Mark, also wirklich nur sehr, sehr vage, muss ich fairerweise sagen. Ich bin 94 geboren. Ich konnte mir damit damals die aufrechnen. Ich habe da nur immer die Vergleiche natürlich, nachdem der Euro kam und so. Boah, 2 Euro sind eine D-Mark. Ja, schön wäre es, wenn es so wäre. Ja, ist nicht so. Nicht so gekommen, würde ich mal behaupten. Da gab es so leichte Differenzen. Döner mit Zwiebeln oder ohne? Döner mit allem. Bei mir gibt es einfach nur Döner mit allem. Scharf und Tzatziki. Kannst zwar 2 Tage keinen Kontakt mehr mit Menschen in der Außenwelt haben, aber dafür war der Döner geil. Aber nein. Döner mit allem, scharf, Tzatziki. Ich bin keine. Also muss ich so, ich bin sowieso ein Allesfresser. Ne? Ich esse gefühlt alles. Also deswegen, beim Döner gibt es für mich einfach alles rein. Vor allem kriege ich da mehr für mein Geld. Ich könnte Saarländer sein mit dem Mindset, Digga. Mit dem weiß ich nicht, könnte ich Saarländer sein. Yo, it's Raj. Do you need any
Spencer think you got enough for a new ride, head over to one of the shops. I told them you're friends, so they should be cool. They're on your map. Check it out. Pizza Hawaii ist geil. Ich weiß, wenn ich jetzt gelünscht, aber ich finde Pizza Hawaii voll lecker. Vor allem so im Sommer so eine schöne Pizza Hawaii reinschnecken. Sag wie das? Das geht cool, oder? Wie Öl. Nicht nur kalb, das ist meist nämlich einfach gemischt. Ich bin da, also da bin ich auch sehr. Der RX-8 ist ganz schön clean. Ich will den weißen RX-8 haben. Das ist das Problem, ne? Als Kind, der hat mal kleine Spielzeuge. Denkst du, ach ja, Mama, ich will 20 Lego-Autos haben und bla. Meine Stimme klang exakt so, muss man fairerweise sagen. Und heutzutage so. Also wirklich, mein Verlobter muss mich halt wirklich von so vielen dummen Gedanken abhalten. Das ist wirklich fast lächerlich. Manchmal denke ich selber, dass ich nicht von der Klippe stürze, ist ein Wunder. Weil wenn ich Autos vorbeifahre, ich muss da Autos irgendwo stehen sehen, die will ich auch haben. Und dann ist das nicht so ein Gedanke für, hahaha, lustig, schön, dass du den haben wollen würdest, aber sowas kauft man ja nicht. Nein, mein Gedanke ist damals so, ja, aber was, wenn ich den kaufen würde? So, nein, hör doch einfach, nein. Ich war bei Marco, wir haben ja dieses Import-Video gedreht. Wie gesagt, kommt nächste Woche raus. Da standen auch coole Autos. Und ich war auch schon wieder so kurz davor so, was wäre wenn? Ja. Nee, aber ich finde auch geil. R32 in der Story gehabt, alle Leute, das ist ein R32 gekauft. So. Sehe ich aus als, also, nebenbei Props, danke, dass ihr mir so viel Geld gönnt. Also mir zutraut, dass ich so viel Geld beisammen halten könnte. Kann ich nicht. Ich habe da hinten für 30 Euro einen Zug gekauft aus Klemmbaustein. Also fragt mich nicht, wo das Geld hin ist. Ich kann es auch nicht erzählen. Sag ich mir das, brauche ich. Ich muss mal kurz Nase schneiden. Mir läuft die Nase wie wild. Wartet kurz. Da bin ich wieder. So eine Story mit dem Geld, die umgehen, hatten wir zum Beispiel, waren vor Weihnachten, waren wir noch zwei, drei Tage vorher in einem, so einem Dekoladen. War es nicht ein Penny? Teddy war es. Und da wollten wir halt nur ein bisschen Deko noch kaufen für meine Oma, so als kleines Geschenk zu Weihnachten. Will nicht viel, aber so eine kleine Deko und sowas, ich kann sich halt schön hinstellen, ihr wisst, wie ich meine. So, und da waren wir halt dann in diesem Dekoladen und ich war mit meiner Verlobten und meinem Bruder. Und ja, und dann kommen wir in den Laden rein und dann gibt es so eine große Hot Wheels Krambox. Für 1,50 Euro Hot Wheels. Nur so ein Punkt, damit wir wissen, wie viel die Hot Wheels gekostet haben. Endeffekt, haben wir für meine Oma da was gekauft? Nein. Hab ich da über 10 Hot Wheels für mich gekauft? Möglicherweise. War das eine gute Entscheidung? Finde ich schon, muss ich sagen. Ich fand das durchweg von mir eine ganz gutes Mindset, was da hinten am durchgeflogen ist. Aber ja, so, vor allem an der Kasse muss ich wirklich wie das größte Kleinkind gewirkt haben. An der Kasse stand noch so eine Krambox. Und wir waren gerade am Bezahlen und dann habe ich noch ein Hobbys gesehen, was ich cool fand. Und das auch noch genau draufgeschmissen. Das ist wie so ein Kind an der Kasse, was sich dann einfach so einen Süßigkeitenriegel nimmt und den auch noch auf die Kasse wirft. Wo die Mutter dann sagen muss, nee, reicht jetzt aber auch. So, Problem ist, also ich werde schon von viel Scheiß abgehalten. Meine Freundin, meine Verlobte, sei Dank, die hält mich von viel dummen Ideen ab, muss man einfach sagen. Aber, ja, was soll ich sagen, es ist halt gut, ne? Der Hot Wheels hat früher 1 Euro gekostet, das ist Wahnsinn. Ich hätte für 1 Euro nicht mehr aus Hot Wheels Häuser gebaut, glaube ich. Bin ich ehrlich. Ich brauche noch eine weitere, das wollte ich nicht. Eine weitere Infliction, was gab's denn nochmal? Speeding, Reckless Driving, Ramming a Police Vehicle? Hab ich noch nicht? Hä? Oh ja, Bro, nur ein Police Vehicle rammen. Ja, haben wir, wunderbar. Ich brauche noch Sachschaden, dann verpiss ich mich schon. So. Ich
überlege mal, warum die Cops so stark sind. Also, hat der Whiteskin Fix irgendwas mit drin oder kommt mir das nur so komisch vor? Also, ich habe Stufe 1, also Blacklist 15, 14 nicht so viel mit Cops in Erinnerung. Oder habe ich heute einfach nur zu viel asozial wie Lack? Ich meine, ich bin ja froh drum. Ich hätte mal gerne noch dieses Tuner-Pack von Hot Wheels. Es gibt da einen, so ein Tuner-Ding, wo auch ein weißer Blob-Ei drauf ist und auch dabei ist. Das hätte ich gerne, das Paket, weil natürlich ein weißer Blob-Ei, ich glaube, ihr kennt warum. Also das Ding hätte ich sehr gerne. Vor allem grundsätzlicherweise Subaru hätte ich sehr gerne, bin ich ehrlich. Das hatte ich aber auch, dass ich mir als Erwachsener viel mehr Spielzeug kaufe, als ich als Kind bekommen habe. Ich muss sagen, ich habe als Kind schon recht viel Spielzeug bekommen, dann kamen meine Eltern. Also kann mich nicht beschweren, dass ich zu wenig hatte, muss man echt fairerweise sagen. Aber ich merke auch schon, dass ich mir wirklich viel, viel so Kram kaufe. Also das ist das Problem. Also das kann ich euch schon mal sagen. Beim Ziel ist bei mir ja irgendwann, ein Kind ist geplant, auf jeden Fall. Also nicht jetzt in den nächsten ein, zwei Jahren, aber auf Dauer irgendwann. Das wird eine Katastrophe. Also sich da zurückzuhalten, das Kind nicht mit Spielzeug zuzuwerfen. Weil das Problem ist ja, ich habe das Kind nicht im Kopf in dem Moment, sondern habe mich im Hinterkopf. Wisst ihr, wie ich meine? Es gibt ja diese Line von hier, bitte, nicht Rabenvater, wie heißt das Lied, wo Alligator darüber redet, dass er Vater ist oder Vater wird. Und er meint so, ne, dass er halt ne, sich drüber freut, weil er dann wieder Lego kaufen kann, weil das Kind ja dann da ist. Und dann kann man sagen, ja, ich hab's fürs Kind gekauft. So ein Set, was so ab 18 plus ist oder so, was Kind überhaupt nicht anderweise aufbauen könnte. Wisst ihr, was ich meine? So, also, da sehe ich mich voll. Ich kaufe so viel Scheiße, der am Ende nur für mich ist. Also wirklich. Es wird schlimm. Hey, when you're being chased by the 5-0. Take a look at your map. You'll see a bunch of icons. These are structures you can use to shake the cops off your back. You just smash into them, instant pursuit breaker moment. If the cops aren't damaged, they'll probably stop to render assistance. Trust me, they work. Hey, what's up? It's Mia. Looks like Razor's keeping tabs on you. I guess he never figured he'd see you again. I like the idea that he'll be looking over his shoulder from now on. Keep laying it down out there. I'll call you later. Du bist ja nicht erfahren, der ich mit seiner Modellbahn spielen lässt. Ja, ich habe ja diese Bluebix-Bahn jetzt da stehen. Und ich habe ja noch auf dem Dach bei meinen Eltern, bei meinem Vater hat er mir damals geschenkt, noch eine Märklin-Eisenbahn. Ja, irgendwann ein Haus haben, ich sage es dir. Ich baue so eine Eisenbahn. Ich baue das Miniaturwunderland 2.0. Ich sage es euch, ich bin da voll drin. Ey, das war auch wirklich so, das kann ich mal kurz erzählen, wir waren in diesem Bluebix-Laden, weil ich hatte gewusst, dass er auf war, mein Bruder war zu besuchen, wir so, wir gehen da mal rein, wir gucken uns den mal an, weil Klemmbaustein ist ziemlich geiler Scheiß. Und wenn du in diesen Laden gehst, siehst du auch keine Kinder da rumrennen, es sind nur Leute in meinem Alter, es ist wirklich gruselig. Man muss aber sagen, die Bluebix-Set, bin ich auch ehrlich, würde ich einem 8-Jährigen auch nicht in die Hand drücken, weil die haben halt keine Sortierung. Also die Anleitungen sind wirklich tricky zum Teil und die Tüten sind nicht sortiert. Und wenn du dann, also bei der Lok geht das noch, aber bei allem anderen, wenn ich so ein 5000-Teile-Set habe, ich weiß nicht, wie viele Tische ich hier hinstellen soll, um das alles auszuschütten. Egal, auf jeden Fall, da war die Auswahl zwischen dieser Dampflokomotive oder einem Dino. Es gab einen Tyrannosaurus Rex in so groß oder so, der hatte genauso viele Teile, hat genauso viel gekostet. Am Ende hat die Lok gewonnen, weil das Problem ist, beim Dino stelle ich mir hin. Bei der Lok denkst du dir, ich könnte mehr Loks kaufen, ich könnte Schienen kaufen, ich könnte Waggons kaufen, ich könnte mir eine Eisenbahnlandschaft bauen. Ich habe keine Ahnung, wohin damit, ehrlich nicht. Ich habe echt gar keinen Platz für irgendwas mehr, aber ich kaufe mir trotzdem so Scheiße. Und du denkst halt so, ich kann es erweitern. Und bei Dinos so, gut, ich könnte mir einen zweiten, dritten dazustellen, auch nice, aber die Loks sind, es ist skalierbar, wie man so schön sagt. Es ist, aber ja, es ist so Dino-Witz wahrscheinlich auch noch, bin ich ehrlich. Die hatten auch einen so einen großen Spinosaurus. Aber der hat halt 70 Euro gekostet, aber es war so ein Klopper. Ich so, es ist viel zu gut, es ist viel zu gut. Okay, komm, jetzt genug Voice Calls hier. Ach ja, wollte ich nur mal kurz so rausgehauen haben. Es ist wirklich schlimm in mir aktuell. Also momentan, ich glaube, ich nehme Midnight Crisis. Der positive, muss ich sagen, aber ich schiebe hier Schübe, ich sage euch. Wo ist der Laden vom Kubrix? Wir haben in Koblenz einen, im Forum. Direkt einer. Das ist ganz geil. Die haben halt, die Auswahl ist halt nicht gigantisch. Vor allem bei Gebäuden, so wie ich sag zum Beispiel, so was die Lokschuppen und so Stuff, die ich geil finde, den haben sie halt leider nicht da. Aber die Auswahl wechselt halt immer mal wieder. Und die haben halt teilweise auch so Sets mit 7000, 8000 Teilen. Das sind halt dann Klopper. Und wie gesagt, das Problem ist vom Bluebix, die sortieren nicht. Die haben zwar Bauabschnitte, aber nicht die Lego-Tüte 1, 2, 3, 4, 5, sondern öffne mal alle Tüten, dann gucken wir mal. Und die Lok hat nur 900 Teile, aber wenn 900 Teile auf deinem Schreibtisch liegen, holy shit, das ist viel.
und du musst trotzdem sortieren, weil sonst findest du nichts mehr. Haben die da die alten 11-1? Ich glaube, eins ja. Die haben Autobauausweis so ein bisschen so querbeet. Ich muss auch sagen, so ein Bluebix-Karton ist natürlich nicht super ansprechend anzuschauen, weil er einfach nur Pappe ist mit einem Stecker drauf, aber gut. Ich wusste gar nicht, dass ich auf Züge stehe. Doch, ich mag Züge. Aber nee, ich finde Züge geil. Also ich bin jetzt keiner, der jetzt hier am Bahnhof steht und sich Züge anguckt, aber ich finde Züge halt cool. Die Sache ist, muss aber sagen, ich bin auch in Märklin aufgewachsen, muss ich sagen. Ne? Also, mein Opa hat immer noch, steht auf dem Dachboden bei meiner Oma immer noch. Der ganze Dachboden ist komplett mit einer Eisenbahnlandschaft ausgebaut. Ich muss euch das mal zeigen im Video. Ich glaube, ich muss das einfach mal filmen, weil das schon ziemlich geil ist. Also wirklich komplett eine ausgebaute Eisenbahnlandschaft mit Lokschuppen, mit elektrischen und Diesellokomotive und Eisenbahn und Zügen hier und da. Und dann mein Vater halt auch, weil der hat das von seinen Eltern damals geschenkt bekommen. Und ich bin da voll drin. Ich sage es euch, ich bin da voll drin. Und da bin ich ja voll mit aufgewachsen. Deswegen fand ich das immer cool. Ich fand das immer super cool. Weil ich am Abend teilweise einen Tag zu mit meinem Opa oben und dann haben wir einfach mit Eisenbahn gespielt. Voll geil. Deswegen sagen wir noch einmal, reise ich auf jeden Fall das hier Wunderland in Miniatur Wunderland in Hamburg. Das ist auf jeden Fall auch noch fällt auf meiner Agenda. Genau, ja, wo wir gerade dabei sind. Nee, weil wir waren mal kurz drin mit meiner Klasse beim 10. Klasse in Klassenfahrt, aber waren da nur kurz drin, weil meine ganze Klasse doch scheiße und langweilig fand. Reden wir nicht drüber, ne? Gut. Das war ein schwerer Tag in meinem Leben. Ich möchte das nur kurz betonen. Ich bin innerlich gebrochen, glaube ich. Innerlich bin ich, glaube ich. Ja, ist was gestorben in mir. Naja. Das Miniaturland gibt's auch. Alter, es wird immer größer. Ich habe den vom Miniaturland kann ich den YouTube-Kanal sehr empfehlen. Ist sehr, sehr geil. Schön viel behind the scenes und so. Wie die ganzen Modelle und so entstehen. Da ist so viel Arbeit hinter. Das ist insane. So eine Industrie mittlerweile, das Ding. Das ist krass, ey. Ja, stimmt. War letztes Jahr? Doch, letztes Jahr haben die Brücke. Ne, vorletztes Jahr haben die Brücke gebaut, ne? Zum zweiten Speicher, ne? Stimmt. Ja, Holzeisenbahn hatte ich auch. Wie hießen die nochmal? Wie hießen die Holzeisenbahn nochmal, diese Kleine für Kinder? Da gab es auch ein ICE und so von. Wie hießen diese scheiß Holzeisenbahn noch? Gab es auch eine bestimmte große Marke? Den Namen gerade nicht mal ein. Du kostet B, glaube ich. Brio, ja, wunderbar. Habe ich vor ersten Buchstaben doch richtig im Kopf gehabt. Brio, genau. Genau, Brio, ja, das war vor Märklin bei mir, genau, richtig. Die hatte ich vor Märklin. Und dann natürlich Palais Billet, dann irgendwann Carrera-Bahn und so Kram. Obwohl das bei mir halt nie so groß gekommen ist, weil ich hatte nie eine digitale. Ich hätte gerne eine digitale gehabt mit Spurwechsel und so. Alles geil. Weil Lukas ein Lego Duplo oder Playmobil Kind. Ich war. Lass mich gerade überlegen. Ich glaube relativ gemischt, aber ich am Ende zwar glaube mehr Lego Duplo Lego am Ende. Also erst Lego Duplo natürlich, weil da kannst halt als Kind jedes Kind mitspielen. Das sind so große Steine, da kannst du eigentlich nichts falsch machen. Und dann viel Lego. Ich hatte auch Playmobil, ja, aber nicht so viel. Also weil meine Oma auf dem Dachboden ist doch so viel altes Duplos Playmobil. Das ist krass. Weil meine Mutter und meine Tante und so halt natürlich damals auch Playmobil hatten, aber das ist dann der Stuff aus den 80ern, ne? Also so Raumschiff, nicht Raumschiff, ja doch schon Raumschiff und so Kram. Also vermutlich ist das da oben liegt richtig scheiß teuer mittlerweile. Ich war schon immer so ein Autokind. Ich war schon immer autobegeistert. So Bobbycar und dann auch durch meinen Vater natürlich durch Videospiele. Ne? Also der hat mich auch super schön an Autos rangebracht, muss man fairerweise sagen. Und hier sind wir jetzt. Und mein Vater ist selber erstaunt, wie krass das sich verändern kann. Also wie hart das in die andere Richtung schießen kann. Er hatte auch schon damals richtig Spiel, was Autos angeht, mit Umbauten und so. Aber ich drück's mal aus. Also meine Stufe erschreckt mich manchmal selber. Also wirklich, ich erschrecke mich manchmal selber, wo wir wieder hingefahren gelandet sind. Aber ist okay. Ach, warte, ich war ja auch, also Duplo habe ich ja jetzt auch nicht mehr als 10-Jähriger gespielt, aber so am Anfang als Kind spielst du ja nicht mit Lego. Du gibst ja einem 3-Jährigen keine Lego-Steine in die Hand, also du willst, dass das Kind möglichst zeitnah stickt, bin ich mir ehrlich. Also, ich will diesem 3-Jährigen nicht unbedingt Lego-Steine in die Hand drücken, ich weiß es nicht. Sascha, willkommen 39. Monat, danke für den Resub. Ich kann mir ja nicht, ich habe mir vorletztes Weihnachten was gegönnt, 10 Autos exiliert, kriegt. Das ist geil. Wie viele Autos kann man auf einer Carrera Digital fahren gleichzeitig? Das ist das Problem von den normalen Bahnen, da gingen ja immer nur zwei.
oder drei vielleicht, aber digital hat ja eben zwei Digitalporte. Solange man sagen kann, dass Papa stolz ist, ja, alles gut, meint er ja auf dem. Ja, mein Vater ist super stolz, alles gut. Also wie gesagt, also um mal kurz zu sagen, wie stolz mein Vater ist. Ihr seht ja dieses LPN-Schild hinter der wunderbaren Lokomotive in Bluebix. Ich habe jetzt nochmal dieses Schild mit dem Holz eingebrannten LPN 05. Das habe ich, boah, ich weiß gar nicht, vor ein paar Jahren von meinem Vater zum Geburtstag bekommen. Also. Und mein Vater hat damals auch nach Liefers 15 und bei Payback und so stolz erzählt, dass also meine Logos im Game sind, dass die in dem Need for Speed drin sind. Mein Vater hat damals auch Need for Speed gesucht wie ein Bekloppter. Also dementsprechend, ja, also nee, ich bin da, alles gut, ich beschwere mich nicht. Macht dein Vater dann irgendwas mit Hause, ist er komplett raus. Ja, also Interesse ist noch da. Wir waren ja, wie gesagt, auch mit dem auf der S-Motorschule. Interesse ist noch da, aber selber ist er da mittlerweile raus. Also andere Prioritäten damit aber gesetzt. Eher Urlaub mal machen, das Leben genießen, sagen wir mal einfach so. Weniger Kopffick mit Autos haben, ist eine ganz gute Idee. Nee, nicht mehr so viel, muss man fairerweise sagen. Auch zocken auch nicht mehr, also auch aktiv keine Zockphase mehr. Das ist schon seit einigen Jahren nicht mehr so. Aber ist auch nicht mehr schlimm. Ich habe es in der Kindheit komplett mit ihm mitgenommen und danach habe ich ja jetzt selbst mich darin komplett entwickelt. Also alles cool. Alles cool. Und alles hat angefangen mit einer Crack-Version von Need for Speed. Ja, muss ich sagen. Diese ganze Sucht hier hat angefangen mit Need for Speed Underground 1 noch gecrackt aus Holland, glaube ich fast sogar. Ah. Im Keller steht ein Lego-Set von meinem Vater und von unserem Hobby und angeblich ist das 16.000 Schweizer Franken wert, glaube ich, dass ich verarscht wurde. Naja, also Lego und so Sets wie Duplo und Playmobil haben, je nachdem wie alt sie sind und wie sehr es davon keinen Nachfolger mehr gab, immer relativ krassen Wert. Wie gesagt, da gibt es auch Lego-technisch, kannst du richtig Kohle ausgeben. Wirklich krass. Ich sag mal so, ich war heute wieder am so Bauraum arbeiten und manchmal denke ich wirklich, warum mache ich diese Scheiße? Weil das Teil, was ich heute einbauen wurde, hat nicht gepasst. Ich bin den Hersteller direkt angerufen. Die haben sich direkt entschuldigt, war deren Fehler, die haben es falsche geschickt. Aber ich habe es natürlich beim Ausbauen, beim Auspacken nicht überprüft. Erst beim Einbauen gemerkt, das ist dann immer geil. Aber naja, werdet ihr dann. Ich werde es euch im Video dann erzählen, in welchem Video das dann kommt. Ja, genau, ob Lego-Set komplett sind und Pipapo, aber ja. Ich gucke ja auch sehr viele Lego-Kanäle hier. Bob Brickman heißt der eine Dude und der andere heißt Brickstory. Ich glaube, so heißen die beiden Kanäle. Wird euch sicher schon mal über den Weg gelaufen sein auf YouTube, vermutlich, weil die Klicks dann von denen gestört hoch sind. Die machen ja super viel mit Lego, auch mit Museum und eigener Stadt bauen und so. Das gucke ich mir super gerne an, Alter. Ich habe da so Bock drauf. Aber wenn ich dann auch sehe, was Lego Geld kostet. Mamma mia! Also, boah, Junge, du kannst, also dagegen ist mein Hobby ja teilweise günstig, kommt mir vor. Also dagegen wirklich, das ist wirklich krass zum Teil, was Lego kostet. Ey, das ist wirklich, das kannst du ja eigentlich, also wie gesagt, so für ein Kind Lego kaufen, für dein Kind, boah, das würde aber schon beiseite legen. Hält der Steine ich auch ganz gerne, ja, stimmt auch. Ich muss sogar 50 schaffen, ne, müssen wir kurz von unten angefangen kommen. Ich finde Lego halt echt cool, aber wie gesagt, wir waren jetzt in diesem Rubik-Laden und du bist komplett baff, wie viel Steine oder wie viel cooles Set du für welches Geld bekommst. Also da war ein 8000 Teile, oder 7000 Teile, das ist ja insane viel. Haus, also wirklich so kloppernd. Das Paket war einfach fast schon zu schwer alleine anzuheben. Für 250 Euro. Und wenn du das bei Lego rechnest, wie du das bei Lego musst du dann unterschreiben, dass du dein erstgeborenes Bein lässt dafür. Das ist wirklich komplett bescheuert. Wie viel teuer Lego teilweise einfach aufgrund des Namens ist. Und nicht wegen der Qualität, da sind wir uns, glaube ich, mittlerweile alle einig. Es gibt auch immer noch geile Lego-Sets, aber Lego allgemein ist schon sehr viel aus seinem Namen ausruht. Gut, das kann Apple und Co. halt auch ganz gut, aber alle großen Firmen können das ganz gut. Aber ihr wisst, wie ich meine, ne? Your wins have generated some hype and got the attention of Taz. He's the next Blacklist racer. Guy's nuts and a major heat score, so watch yourself. Gut, den Blacklist-Gegner machen wir gerade noch und danach hole ich mir noch was zu trinken. Ich habe nämlich ein bisschen mein Holy leer und ich habe Durst nach Holy.
Oh, das war falsch, das jetzt die richtige Taste. Ey, Bluebix hat auch so Schubladen oder so Fächer, in denen du Becher voll machen kannst. Nicht so viel Farbauswahl, aber dafür ist die Preise halt natürlich ganz anders. Ich in meinem Sleeper, Chevy Cobalt, wie ich ihn so schön nenne, nichts reingetunet, so Sleeper ist er nämlich. Ah, Rubik Store, okay, ja. Also unser, wie gesagt, ist hat nicht die gigantischste Auswahl und ein bisschen mehr Auswahl teilweise wäre natürlich cool, weil nicht in allen, sagen wir mal, Themengebieten super viel da ist. Teilweise auch ein bisschen sehr wild gemischt, also ein bisschen wild, was es gibt, was nicht. Junge, der Mann kriegt Trinkgeld von mir. Komm, meld dich bei mir hier. Manni, meld dich nachher mal. Kriegst du mal einen schönen Swanny, sag ich dir. Der blockiert ja dem einfach komplett die Straße, what's the dick? Ja gut, ja, gut. Das ist auch okay. Gut für mich? Ah gut, schlecht für meinen Fahrstil, scheiß. Hallo, fang dich doch jetzt wieder! Kein Thema, Test war vorbei. Aber da weiß ich schon mal, so Klemmbaustreams. Das wird dann auch noch kommen. Ah, ist ja geil. Wir haben schön, schön viele Themenauswahl hier für die Streams. Gut. Freut mich. Ich bock drauf. Ja, Tess hat auch außerdem die Handbremse gezogen statt den vierten Gang. Mann, es ist auch wirklich. Was fühlt sich, passiert denn so schnell? Man möchte so im Eifer-Effekt die Gänge da durchknallen wie kein anderer. Möglichst auch ohne Kupplung. Einfach rein damit. Geht schneller. Nee, der Land ist doch nicht so klein. Nee, ist er auch nicht. Der ist drinnen halt recht geräumig, muss man sagen. Die haben halt viel Platz gelassen. Drücken wir es mal so rum aus. Und die Auswahl könnten ein bisschen cooler sein. Also mehr sein. Lego Streams kann man so schön... Genau, ja, richtig. Da kann man schön miteinander reden. Muss ich wohl nochmal die Tage die Jungs und Mädels von Bluebix nochmal laden mit dem Besuch abstarten. Und was Schönes holen. Wie soll ich kommen? Am Ende fährt hier eine ganze scheiß Eisenbahn durch mein Streamzimmer. So oben an der Decke baue ich mir dann so eine Schiene lang, die einfach hier so im Kreis rumläuft. Kennst du Magic the Gathering? Ja, kenn ja, aber nie was mit zu tun gehabt. Die Sache ist, kann man die Züge vom Bluebix, hat da jemand Ahnung von elektrisieren? Also, kann man die irgendwie selbst fahren lassen? Symbol kommt rechts hier neben dem Schreibtisch hin. Hier ist noch Platz. Hier rechts neben dem Schreibtisch habe ich noch wunderbar Platz, wo das Symbol reinkommt. Was perfekt ist, weil der Gaming-PC dann auch direkt neben dem Symbol steht. Ich habe hier hinten noch einen Fernseher stehen, der erstmal übrigensweise als Symbol-Monitor kommt. Auch da hätte ich natürlich gerne Triple Screen oder so Kram, aber erstmal kommt ein Fernseher dahin, weil mir die Framerate nicht so wichtig ist. Ich bin da jetzt nicht so hardcore drin und es wird erstmal noch kein Triple Screen. Ich glaube auch eher, dass ich statt Triple Screen beim Simbrick sogar, so dumm es klingt, eher in VR investiere, weil ich da viel mehr Bock drauf habe. Ich liebe VR bei meinem Bruder zu zocken, da habe ich viel zu sehr Bock drauf, aber müssen wir gucken. Ja. Ich hätte schon Bock, dass hier so ein Zug durchs Zimmer fährt. Oh Mann, ey, ja, es ist wirklich so viele dumme Ideen auf einem Place, das ist schlimm. Ist nicht gut. Schlechter Einfluss, ich sage es euch. We'll be right back.
Ich denke mir auch so, ja, dann brauchst du halt diese Lego-Züge oder diese Bluebix-Züge einfach in deiner Halle. Aber denkst du, also wo soll ich den denn da, was soll ich da noch für Platz finden? Das ist auch so komplett random, einfach so einen Klemmbausteinzug mitten in der Werkstatt zu stehen zu haben. Ich meine, lustig wäre es, wenn du da, ich muss sagen, ich würde schon sehr feiern, wenn so ein Klemmbauzug da einfach durch meine Halle fährt, so oben an der Decke irgendwo lang, würde ich schon ein bisschen feiern. Aber das hat doch so gar keinen Mehrwert. Ja, mir wird es auf jeden Fall VR, weil VR-Brille auf jeden Fall günstiger ist als ein Triple Screen. Bleib hier das. Und wie gesagt, VR halt super cool. Ich muss halt gucken, wie man das dann natürlich aufnehmen mit Technik. VR ist natürlich auch so ein bisschen fürs Aufnehmen so ein bisschen tricky. Weil es natürlich sehr viel Bewegung ist und das für die Leute, die halt natürlich Kopfbewegung da nicht haben, natürlich sehr schnell unangenehm sein kann. Aber mal gucken. Liebes Bier, dir noch einen schönen Abend, danke fürs Reinschalten. Die haben eine Loki dampft beim Hatersteine gehabt. Das darf ich nicht wissen, Alter. Das darf ich wirklich nicht wissen. Das darf ich, oh Gott. War die teuer? Ich hoffe, die war sehr teuer. Ich hoffe, deswegen kann ich mit. Also die würde mich finanziell würde die einfach keinen Sinn machen. Sag, die würde finanziell gar keinen Sinn machen. Sag das bitte. Oh, wieder. Sein Auto gewonnen, nice. Black ist nur mit 13. Victor Vasquez, Vic. Nein, unter 200 Euro. Die würde finanziell sehr viel Sinn machen, sagst du. Fernsteuer mit Licht und Dampf. Hört auf jetzt. Pui. Will ich nicht hören. Bah, das ist ja ekelhaft. Sowas kauft man nicht. Mal kurz gucken, mein Hatersteine ist scheiße, Alter. Hör doch jetzt auf, ich will das doch gar nicht wissen, Mann. Hatersteine. Vor kurzem? Videos. Ja, kurz Cutscene. Ihr kennt das ja schon, ich bin gerade wegen dem Zug am gucken. Fuck, Alter. Oh, ist die schön. Ah. The more heat you bring down on yourself, the more hype and bounty come your way. So make sure you keep track of your rap sheet. Well, what do we got here? Nothing you're ever gonna get. You're so sweet. You got lucky. Staying on the blacklist is gonna take a lot more than luck. And you better watch your back out there because, well, you never know what might happen, do you? What, you gonna work this ride too? Das ist ja auch ein schöner Abend. I don't know what your game is. But I'm gonna find out. You can't ride this sucker's hype forever. And when he burns out, no more free rides. I know you like it. Stay on top of that rap sheet. I gotta go. I'll hook up with you later. Hey. I'm impressed. Daz underestimated you and paid the price. Make sure you never do the same. Ja, wir sind direkt vom Autohändler, also ich kann mal kurz den Audi noch kaufen. Den 3-2er. Hallo. Mann! So. A4, da ist er doch. Kaufen! Drive now. So, jetzt müssen wir noch kurz mal den Lexus zurücktunen, weil den verkaufen wir ja, aber brauchen wir ja nicht. Und den Kobalt verkaufen wir auch direkt, weil brauchen wir. Obwohl der Stufe 1, Digga, da können wir Heat auch direkt verkaufen. Ist Bums. Den tunen wir mal ganz kurz zurück. Klingt schon gut. Und der Nitro. Da ist der Audi noch nicht, aber wir gucken ja mal. So. Pimpen wir den einmal zurück. Aber stimmt, es war nicht die Leistungsteile, die ich zurücktunen musste. Ich hätte die anderen Teile beim Golf zurücktunen müssen. Ah, dumm, ey. Ich habe überhaupt nicht nachgedacht beim Golf 5. Es ging ja nicht um die Leistungsteile, sondern es ging um die Optikteile. Wie geht es dir? Mir geht es ganz gut. Deswegen sind wir auch wieder am Stream. So, ein bisschen extra Kohle. Kann nicht schaden. 6.000, um genau zu sein.
Checkout, dankeschön. Yes, einmal bitte hergeben. Ja, hier Leistungsteile kann ich gar nichts ausbauen, weil der hat noch nicht viel. Der hat noch nicht viel, also er hat schon was, aber es ist halt alles die ersten Stufenteile und die kann man ja nicht zurückrüsten. So. Wo haben wir denn unseren A4? Da. Und den auch weg. Sehr gut. So, dann fahren wir mal zum Tuner rüber. Und gucken mal, was wir mit dem so machen können. Gut, so lange bist du gefragt, jetzt bin ich genervt. Ja, so eine scheiß Frage, wie es mir geht. Hast du ein Problem oder was? Oder willst du ein? Dumme Frage, Alter. Gut, wir warten mal ganz kurz hier. Ich hole mir gerade schnell noch einen neuen Holy und dann bin ich mal wieder am Start. So, da bin ich wieder. Battle King, willkommen aus dem Mond und Demon Speed. Dankeschön für die Donation, vielen Dank. So. Ist der A4 Zufall oder weißt du, dass der Protagonist am Ende gegen Razer an A4 fährt? Das Spiel gegen M3, der Cutscene im ersten Rennen gegen Razer. Nee, war jetzt Zufall. Ich wusste gar nicht, dass der am Ende echt in der Cutscene sichtbar ist. War mir gar nicht bewusst. Wir bauen mal gerade alle Teile ein, die wir kaufen können. Und schauen mal, was wir am Ende an Geld ausgeben würden. Ich will mal gerade schnell schauen. Wir haben 42k, ist ein bisschen was geht mit dem A4 jetzt. Ich hätte gerne mal sowas wie ein Gefühl von Leistung. Nimmt mir nicht übel, aber ich bin mal kurz etwas eingeschlafen. Also, stimmt, wir können nur die Optik bei Autos verkaufen. Okay, ja, gut, danke. Gott, es gibt schon alles. 28,7. Ja, komm, komm. Was soll der Geil? Scheiß drauf, weg damit. So, Bodykit. Haben wir denn schon cooles frei? Okay, das Fünfer ist froh, dass wir es nicht frei haben. Das ist hier natürlich geil, weil das so ein bisschen Rennwagen-Optik ist. 7, 5, was kosten die denn so scheiße viel? Da habt ihr gesoffen? Oh, das ist aber auch ganz nice. Ja, Body 1 ist ganz nice. Body 1 ist einfach schön clean. Body 1 ist aber die Original-Optik nur ein bisschen breiter. Das finde ich gut. Wir nehmen Body 1. Ich will nur keinen großen Spoiler haben. Das Geile ist, schade ist, damals gab es sowas wie DuckTales noch nicht, ne, nur mit Mods halt. Was halt schade ist, weil natürlich, ich brauche nicht eine riesen Frittenthek auf so einem A4. Deswegen bleibt das gerade auch mal weg. Aber was an Felgen draufkommt, sind natürlich hier BBS. Schöne RGT, ja. In 20 Zoll, da sehe ich mich schon ein bisschen. Das ist schon gut. Das ist schon gut. So, wir lassen es erstmal so, weil es kostet schon genug. Und jetzt machen wir noch ein bisschen Farbe. Okay, was für eine Farbe ich dem geben würde. Ein schönes Rot. Wie die DTM Edition. Joa. Was nimmt man denn da für eine Farbe für ein A4? Minty Metallic. Boah, auf gar keinen Fall machen wir Minty Metallic drauf. Auf gar keinen Fall. Sag mal, hast du gesoffen? Das. Ich weiß nicht warum, aber ich finde diese Farbe sehr edel. Oder halt RS4 blau, ja, ist auch eine Option, stimmt. Da gibt es nicht so wirklich, ne? Nehmen wir mal so ein Silber. Ich weiß nicht warum, aber ich fühle das gerade ein bisschen. Das fühle ich so ein bisschen. Body. Haben wir noch nicht mehr frei? Okay, noch gar nicht mehr frei. Top Decker, da ist ja gar nichts bei. Machen wir das drauf. Ne, das ist scheiße hässlich. Sorry, machen wir nicht. Mein Fehler, machen wir nicht. Das ist sogar ganz clean mit dem White Body Kit. Sieht das ganz schön sick aus, weil es ist schön betont. Das finde ich sogar ganz gut. Bin ich ehrlich. Das fand ich jetzt ganz gut. So, Window Tint brauchen wir gerade mal keins. Und natürlich müssen wir hier wieder auf die Scheiben. Natürlich Super Street und das war das andere, was wir haben wollten. Super Street und das war der andere Dude, den wir haben wollten. Super Street und was war das andere, was wir mal drauf machen? Das war es nimmer.
Super Street und was war das andere? Bright, sorry, Bright. Ja, mein Fehler. Bright, Bright, Bright. Ja, ja, Entschuldigung. Entschuldigung, ist ja gut hier. Spannen sich doch wieder. Wunderbar. Der ist sogar ein bisschen clean, der Audi, muss ich sagen. Gefällt mir sogar ganz gut. Sorry, das aber taugt. So, jetzt ändern wir mal ganz kurz erstmal Folgendes wieder. Weil es ja lächerlich sonst ist. Runter, runter mit dem, mit dem Bus. Ja, das ist gut. Das ist gut, das geht mir gut rein. Das geht mir gut rein. Gut, dann schauen wir noch, was der Wagen so kann. Ich bin mal gespannt. Bin ich mal gespannt, was er so kann. Oh, warte mal, warte mal, warte mal. Das ist aber eine gute, stabile Tiefe. Ganz schön viel Wildbody-Kit vor allem. Holy shit. Gut, Fippen ist echt eine Katastrophe, fällt mir gerade auf. Aber, Junge, da war mal gerade auch schon geslampt sein Fahrrad. Oh, ja, Quadro macht sich bemerkbar. Der Allrad. Doch, Schokolivius, ich sehe dein. Bei dir, bei mir wird dein Logo angezeigt. Du bist bei mir Sub. So, mein altes Auto. Hat sich jemand anderes gekauft. Peinlich. Ja, der auf 4 aus dem DTM-Kit, aber das ist noch nicht frei. Deswegen haben wir einfach serienbreiter genommen. Alter, guck, was ist denn hier? What the fuck? Warum ist der denn so tief? Hä? Guck mal hier. Der schleift, der glitscht die ganze Zeit durch die Kotflügel. Nicht, dass ich das schlecht finde. Ich finde die Tiefe absolut nötig. Ja, komm. Nötig, aber what the fuck? Junge, ist das ein Chaosrennen, ey. Das ist ja nicht normal. Scheppern und krachen hier in der Ecke. Junge, das ist jetzt schon ein richtiger Geschwindigkeitsrausch. 32 Sachen und hier so ein schönes Track-Duell gegen den Eclipse verlieren. Perfekt, nie versuchen wir uns wandern, liebe Leute. Ist der eigentlich so scheiße? Okay, jetzt ist eine komplett bescheuerte Route gefahren, aber was ist denn los mit ihm? Pursue the Moisture Info. Ja, gut, das ist mir relevant. Bla bla bla. Das ist nur Tutorial. Sowas brauchen wir hier nicht. Wir brauchen keine Tutorials. Wir sind Profi. Wir sind Profi. Leute wie ich brauchen keine Tutorials. Also, wir fahren jetzt noch ein paar Rennen und ich würde mir gerne gleich, so dumm es klingt, ich würde mir sehr gerne gleich, also wenn ihr noch darauf Bock haben solltet, das Video vom Held der Steine anschauen. Also, Tobias wäre schuld nebenbei. Weil ich würde mir sehr gerne die Dampflokomotive angucken, die qualmen kann. Also, ey, wirklich, das ist wirklich, das ist wie jetzt, wenn du mit einem 10-Jährigen hier redest. Ich würde sagen, ich habe auch so ein bisschen Bock auf Reaction-Contents. Okay, was da im Hintergrund abgeht. Ich weiß nicht, also ist der ab 4, der geht ja normal so tief oder liegt das irgendwie, ist das irgendein Glitch oder Bug, den wir haben? Also ich meine, ich bin sehr gut, aber guck dir das mal an, Alter. Schleift konsequent durch die Kotflügel. Oh, verpiss dich, toller Mensch! Boah, jetzt ging fix auf Fahrwerk, der Kappa. Der Audi ging nicht schon tief genug, jetzt geht er tief genug. Also, mehr als tief. Geht kein Whitebody. Was sind die denn alle so schnell? Aber Katie, verarscht mich nicht. Die Gegner, das müssten auch bei Most Wanted Random mal schnell sein, ja. Also, bis natürlich auf die Blacklist-Gegner, verständlicherweise. Nein, 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 nein. Oh, ich verliere das Rennen, glaube ich, gerade noch, ne?
Oh, wir haben identische Geschwindigkeit, Ross käme. Vor allem bei. Also. Um, vor allem Ross fährt in der 4, ich fahre in der 4 und fahre exakt dasselbe Tempo. Ach komm, Digga. Nö. Ach. Ja, komm, geh nach Hause. Meine 4 ist schöner. Wenn man sonst nicht flexen kann. Mann, ey. Ich würde sagen, gönn mir doch das Unentschieden. Warum muss die KI damit gewinnen? Warum darf ich damit nicht gewinnen? Ich hab was drauf. 19 km/h schon wieder schneller. Okay. Deiner 4 ist aber wirklich schwer hässlich. Der Mann hat es nicht verdient zu gewinnen, bin ich ehrlich. Denk, dass es keine Style Points mehr gibt, wie bei Underground. Dass man mit so einer Scheiße durchkommen darf. Obwohl in Underground wäre das belohnt worden, ich vergesse es. Ich habe keine Ausbildung zum Studium. Ich habe Ausbildung und Studium jeweils angefangen, aber mich dann am Ende für die Selbstständigkeit entschieden. Ob das auf Dauer hundertprozentig das bleibt, was ich mache, steht auch in den Sternen, aber. Aktuell ist es das Ding, ja. Sehr gut, wir führen. Ey, ist doch so klar, dass er mich ausbremst. Ich wollte ausweichen, aber du siehst genau, wie er mir in die Spur zieht. Oh, shit, wie viel. Oh, nur 110 km/h, ich muss dranbleiben. Komm, do it. Oh, das wird knapp. Boah, Junge, endlich. Gott sei Dank, ey. Oh. Yeah, it's Vic here. Keep your mouth shut and listen up. It don't matter to me what you got going on with the other guys. You just make sure you stay out of my way. These are my streets, you got that? You just bow out when you're told and everything will be cool. Ausbildung war Fachinformatiker und dann aber Wirtschaftsinformatiker-Studium. Ausbildung war Fachinformatiker. Das war das. So, wir fahren noch ein Rennen, würde ich sagen. Und dann gehen wir mal rüber noch in eine kleine Reaction beim Held der Steine. Ich, wie gesagt, es tut mir wirklich leid, aber ich muss mir dieses Video angucken. Boah, Junge, sieht die Kiste gut aus. Wo sind denn da vier, die gefahren? Der ist ja voll geil. Schön clean. Also nicht schnell, muss man fairerweise sagen. Bisher kriege ich irgendwie ein bisschen nah die Fresse mit dem Auto, aber davon jetzt mal ab. Jo, Alter, wenn ich ihm reingekarrt wäre, aber unangenehm geworden. Ach, Kobalt kuschen. Die Lösung muss mal so ein Geheimtipp sein wegen dem Gewicht. Ja, ja, aber nicht in Verfolgungsjagden. In Verfolgungsjagden ist der Lotus die größte Trashkarre im Spiel. Alle schubst sich rum. Selbst die Luft schubst sich rum. Ich will nicht gegen die Luft verlieren. Das Ding hat halt gar kein Eigengewicht dadurch. Ah, sehr gut, das war aber easy going. Gab's ja gar keine Gegenwehr. Nice. So muss es sein. Schleift wie scheiße. Schleift der auch in der Garage so hart? Ne, sieht ja nicht so krass wie aus, ne? Naja, gut, klar, da ist das Fahrwerk dann wieder normal eingestellt. Gut, ich wechsle schon mal auf diese Kamera. Weil wir gehen jetzt mal wieder raus aus dem Spiel.
das war's mit Mosmandel für heute. Nächsten Tage machen wir da auf jeden Fall weiter. Ein bisschen mehr Abwechslung in einem Stream ist ja auch nicht schlimm. Man kann ja auch mehrere Sachen machen.